Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute eine Runde Salma and the Wisp. Hier steht Continue, aber wir fangen erst neu an. Also keine Ahnung, warum da Continue steht. Das ist so ein bisschen an Limbo angelegt, glaube ich. Click to explode. Hier sehen wir es schon. Ich brauche den Schlüssel, glaube ich. Und hier sind Monster. Hier oben ist der Schlüssel. Ah, man kann den so runterholen. Toucan Studio presents Salma and the Wisp. Try not to die. Das ist meine Hoffnung, dass ich nicht sterben werde. Okay. I don't like spiders. Wer mag schon Spinnen? Ah, man kann das immer so. Mit der Maus kann man viel machen, so wie es aussieht. Das Problem ist, dass man das nicht richtig lesen kann. Press the hold button. Salma will stay in place until you press the hold button again. Was ist denn der hold button? Ah, okay, das ist hier die Taste. Fuck, ich sollte die noch nicht darunter schicken. Jetzt bin ich nämlich down und muss restarten. Aber ihr seht es ja selber. Ah, hier, die wieder mitnehmen. Okay. Jetzt kann ich hier auch runter. Hoffentlich. Ja, kann ich. Okay. Die. Ich glaube, wenn man soll nicht sterben, Mama, wenn die sagen die. Was ist das? Oh, jetzt bin ich gestorben, weil ich nicht den Hold-Modus aktiviert hatte. Also Restart. Hier nochmal, zack. Hilft der Biber mir? Ah, den habe ich dadurch angelockt, durch dieses Ding hier. Das ist sehr cool. Ich mag ja so Rätselspiele. Hier muss man dann irgendwie ein Brett irgendwo hinpacken. Ihr seht schon, das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von Limbo. Hier hoch, oder was? Okay, da kommen Stacheln raus. Das war nicht so nice. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Restart. Hier nehmen wir das wieder mit. Hallo? Was ist denn da oben? So, jetzt schnell gehen. Okay, das passt. Beware the unknown beast and leave these woods if you can. Okay. Chapter 2. Chapter 1 haben wir schnell durchgehabt. Ich weiß gar nicht, wie viele Chapter es gibt. Wie weit kann man denn schon vorgehen?
Hä? Warum bin ich jetzt gestorben? Ah, meine Lunge war... Oh, jetzt passiert dasselbe wieder. Hä, muss ich da nicht rüber? Was ist denn so falsch daran? Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe, außer die Reihenfolge. Aber sonst habe ich ja nichts anders gemacht. Tabletten, das Vieh. Tup, tup, tup. Und tup, rüber. Ich mag so Rätselspiele, wo man ein bisschen überlegen muss, wie mache ich das jetzt. Hier zum Beispiel wieder. Was ist das? Da ist jetzt drüber gehüpft und verliert. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich sterbe einfach. Okay. Ich kann nichts dagegen tun. Habe ich auch noch nie erlebt. Restart. Oh, ich bin da unten gefangen, ernsthaft? Ich kann nichts machen. Ich komme nicht mehr hoch. Kann man hier restarten? Nein. Ah, hier. Oh, ich dachte schon. Ich wollte da doch noch nicht hin. Oh, come on. Ah, ich muss das hier so schnell wie möglich durchspielen. Okay, dann geht das. Okay, restart. Wer rechnet denn auch mit sowas? Dass da auf einmal so ein Ball von oben kommt, Freunde. Kann man das hier irgendwo... Das kann man hier abhacken. Okay. Dann kann man hier nämlich auch rüberlaufen. Dann ist das alles kein Thema mehr. Nachdem ich hier kurz Domino gespielt habe. So, die ist weg. Gucken wir erstmal wieder, ne? Sicher, sicher. Drüben kommt eine Plattform. Okay, dann warten wir kurz, dass wir hier rüberkommen. Was ist eigentlich das Ding, was da oben... Ah, das ist mein Zähler scheinbar. Oh, was war das? Okay, restart natürlich. Ich habe es nicht mal gesehen, ehrlich gesagt. So, hier rüber. Eieiei.
Mann, ich hab doch gerade weggedrückt. Eieiei. Die stirbt gleich, deswegen schnell nochmal hin. Einfach schnell rüber hüpfen und hoffen, dass nichts passiert. Müssen wir hier rein? Wo ist es jetzt hingegangen? Restart, ich habe irgendwas falsch gemacht. Kann ich das nicht nach rechts kloppen? Das ist ziemlich schwer zu steuern, Freunde. Ich glaube nämlich, das muss hier hin. Oder? Nee, gar nicht. Ah, come on. Ah, das ist doch gar nicht so schwer zu steuern. Ah, und jetzt kann ich mit dem Boot fahren. Okay. Scheinbar hat das gerade nicht geklappt, aus welchem Grund auch immer. Ist ja auch egal. Jetzt klappt's ja. Und das war dann Chapter 2. Machen wir noch Chapter 3, würde ich sagen. Da kommen wir mit dem Boot hier irgendwo an. Ist mal wieder ein nettes Adventure-Puzzle-Spiel, was man mal so ab und zu spielen kann. Oh Gott, auf einmal sind wir hier unten. Ach, in so einer Lore. Okay. Wow, 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 wow. Okay, das war too much, da hätten wir irgendwas machen müssen. Aber wir haben es mal wieder verkackt, Freunde. Die Weiche hätten wir stellen müssen, aber wo? Ich habe es gerade noch nicht mal gesehen. Also müssen wir da nochmal nachforschen. Hier. Okay. Wow, wow, wow. Schnell, schnell, schnell. Wow, ein Jump. Und da droppt es mich raus, aber überlebt. Alles gut. Wofür brauche ich das schöne Ding jetzt hier? Okay. Das ist ja lustig. Jetzt fluten wir quasi den Eisenbahnschacht, wo wir gerade noch drin waren. Und jetzt wird es grün. Ich sollte nicht in Berührung mit dem Wasser kommen. So, und jetzt schnell hier weg. Hä, wie habe ich denn das vorhin gemacht? Was war das? Jetzt bin ich auf einmal tot. Come on. Ich darf doch nicht einfach so sterben. Diesmal habe ich es überlebt. Schnell hier durch. Was ist das hier schon wieder?
Cry. Wie geht das Ding hier an, ist die große Preisfrage. Hier. Warum fällt er runter? Oder die... Come on, restart. Gibt's doch nicht. Da habe ich das perfekt angemacht. Sogar noch das Zahnarterie top rübergeholt. Ich muss, glaube ich, noch warten auf den zweiten, bis der rumgefahren ist. Weil die da irgendwie rüberspringen wollte oder so, keine Ahnung. Kommt der jetzt mal? Ah, jetzt. Ja, das kommt immer wieder. Jetzt hält das aber auch, das passt. Und so, drüben sind wir. Was kommt jetzt? Ah, das war's mit Chapter 3 und ich würde sagen, das war's dann auch erstmal mit dem Let's Play für heute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, dann entscheide ich, je nachdem, wie viele Daumen das Video bekommt. Ansonsten ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt und ihr könnt eine Version des Spiels gewinnen, meine Freunde. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, warum ihr gewinnen wollt. Morgen um 20 Uhr kommt dann die Auflösung. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag, sage bis dahin, haut rein, ciao!